Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Bemerkung zunächst zu Herrn Dr. Ott. Herr Dr. Ott, ich empfand Ihren Beitrag als infam. Sie haben mich persönlich angegriffen und ich erwarte eigentlich von Ihnen, dass Sie das auch wieder richtigstellen. Ich will noch mal sagen, wenn Sie das liberale Gesicht sind der FDP, dann finde ich, dass liberale Politik der FDP heute abgedankt hat. Ihre Parteikolleginnen standen in Dortmund mit einer Flagge der FDP vor dem Rathaus. Die haben sich anschließend weggeduckt, als es um die Auseinandersetzung jetzt ging. Das ist richtig. Die haben nicht unterschrieben. Das stimmt. Aber sie standen vor dem Rathaus. Sie lassen auch ihre Kolleginnen und Kollegen in Dortmund im Stich, Herr Dr. Ott. Sehr geehrter Herr Laschet, ich will nicht auf die Beiträge Ihrer Kollegen jetzt eingehen hier, aber ich will es noch mal deutlich sagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen Schulterschluss aller Demokratinnen und Demokraten brauchen. Und dazu gehört auch die CDU in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund und in jeder Stadt in Nordrhein-Westfalen. Weil wir diese Einschätzung teilen, bitte ich Sie, wirklich noch mal zu überdenken, ob wir auch in einen zivilgesellschaftlichen Schulterschluss in der Auseinandersetzung mit Nazis vor Ort in Dortmund kommen können. Ich biete diesen Dialog ausdrücklich an, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das notwendig ist und dass wir nur als Zivilgesellschaft gemeinsam gegen diese rechtsextremen Strukturen in Dortmund stehen können. Ich will Ihnen noch mal sagen, Herr Lohn, wir haben in Dortmund, damit es nicht in Vergessenheit gerät, im Jahr 2000 sind 3 Dortmunder Polizisten ermordet worden von dem Neonazi Michael Berger. Das ist derselbe Neonazi, der guter Freund des Sigi Borchert ist, SS Sigi Borchert, wie er sich nennen lässt, der jetzt in den Dortmunder Rat eingezogen ist. Wir haben es nicht nur mit irgendwelchen Rechtsideologien zu tun, sondern wir haben es mit gewaltbereiten Neonazis zu tun. Und der Innenminister hat diesen Verein, dem diese Neonazis angehören, zu Recht in Dortmund verboten. Und nun nutzt dieser Verein die Hülle einer Partei. Ich bin der festen Überzeugung, es ist nur die Hülle einer Partei, um sich rechtsstaatlicher Strukturen zu bedienen. Dagegen können wir nichts tun. Das ist so. Dortmund hat übrigens viele und lange Erfahrung in der Auseinandersetzung mit Neonazis. Sie saßen hinter mir lange Zeit in dieser Stadt, im Rat der Stadt Dortmund. Wir haben einen Weg gefunden, um mit ihnen umzugehen. Wir haben einen Weg gefunden, um keine Öffentlichkeit für sie zu bereiten in Dortmund. Aber das ist eine neue Qualität, die da in den Rat der Stadt eingezogen ist. Da gibt es auch keine Erfahrung dazu. Darum will ich einfach noch mal herzlich einladen, dass wir das auch wirklich zusammentun und nicht versuchen, und ich empfand das so zu Beginn dieser Debatte, und nicht versuchen, parteipolitische Geländegewinne zu machen. Und ich meine das ausdrücklich auch an die Adresse der Polizei und gerade der Polizei in Dortmund gerichtet. Wir brauchen einen gemeinsamen Dialog. Das kann nicht so weitergehen. Und ich will auch trotzdem, gerade weil wir ihn brauchen und weil ich der festen Überzeugung bin, dass man dann auch Fehler benennen muss, will ich diese Probleme, die ich mit dem Bericht habe und die viele Menschen in Dortmund haben, auch noch mal benennen. Ich will sie noch mal an 2 Stellen benennen. Die Lebenswirklichkeit sagt einem, auf einer Party in Deutschland wird Alkohol getrunken. Die einen trinken mehr, die anderen trinken weniger, die Dritten trinken gar nichts. Frage, das wird sicher auch in Dortmund so gewesen sein an dem Wahlabend, da bin ich mir ganz sicher. Frage, haben die Menschen gehandelt in Dortmund, weil sie Alkohol getrunken haben? Waren sie betrunkene Politiker? Nein, sie waren Menschen, die spontan rausgegangen sind, weil sie den Hinweis erhalten haben, dass, ich könnte Ihnen das erklären, woran man das gesehen hat, dass gleich Neonazis auftauchen werden vom Rathaus. Sie haben sich da versammelt und die standen unter Stress. Da war Angst, da war Wut und vor allen Dingen war sehr viel Stress in der Luft.
Da gab es keine gemeinsame Überlegung, dass man ein Rathaus blockiert. Das ist vielleicht im Ergebnis so gewesen, dass da viele Menschen standen, dass man nicht durch die Tür konnte. Aber es gab keineswegs die Absicht, ein Rathaus zu blockieren. Es gab keinerlei Verabredung. Da erzeugt der Bericht einen falschen Eindruck. Und ich will auch noch mal sagen, warum er einen falschen Eindruck erzeugt. Ein Polizeibericht, und das würde zur Redlichkeit auf Ihrer Seite dazugehören. Ein Polizeibericht kann nur darstellen, was Polizei erlebt hat vom Zeitpunkt Ihres Eintreffens an. Alle körperlichen Übergriffe sind vorher gewesen. Aus dieser Situation heraus ist Polizei informiert worden. Alles ist vorher gewesen. Und ich finde, Herr Innenminister, und das will ich auch noch mal in der Deutlichkeit sagen, ich finde, das hätte der Bericht auch deutlich machen müssen, und zwar deswegen, weil Ihnen ein Live-Bericht vorliegt, der Polizei in Dortmund. 5:21 Uhr hat jemand auf das Notrufband der Polizei in Dortmund gesprochen und hat gesagt, hier kommen Neonazis, sie greifen das Rathaus an, Einsatz von Pfefferspray, Einsatz von Gewalt, bitte kommen Sie schnell. 5:21 Uhr Live-Bericht. Warum gibt es in diesem Bericht keinen Hinweis darauf? Das will ich noch mal sehr deutlich fragen. Für mich ist das ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, die Menschen in Dortmund haben versucht, sich und andere zu schützen von Neonazi-Attacken. Ihnen gebührt unser herzlicher Dank. Sie haben die Frage gestellt, Herr Innenminister, Sie haben das Gute gewollt, haben Sie es auch gut gemacht. Ich finde, ich kann das nicht beurteilen im Einzelfall. Das muss Justiz beurteilen. In jedem Einzelfall muss das Justiz beurteilen. Aber in der Gesamtheit kann ich nur sagen, wir brauchen eine mutige Zivilgesellschaft, die bereit ist, sich aufzustellen, auch vor den frisch gewählten Mitgliedern des Integrationsrates. Auch vor den frisch gewählten Mitgliedern des Integrationsrates, die da schutzlos diesem Neonazi-Angriff ausgeliefert gewesen wären. Also, die Sonne des Rechtsstaates scheint über allen Menschen gleich. Und ich vertraue auf den Rechtsstaat, er wird die Dinge aufklären. Davon gehe ich mal aus und darauf hoffe ich auch sehr, dass alle Zeugenaussagen berücksichtigt werden. Aber für mich ist klar, unter dem Strich, ja, die Menschen in Dortmund haben das Richtige getan. Sie haben sich bemüht, sich aufzustellen in einer Situation, die ausgesprochen schwierig war. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, wir werden mit dieser Situation auch in der nächsten Zeit noch umgehen müssen. Ich wünsche mir sehr, dass sie bei allem Schlechten, das sie hat, bei der schlechten, auch schwierigen Teilen der Debatte, die sie in Dortmund hat, dass sie dazu führen wird, dass sich mehr Menschen engagieren, dass die CDU mit eintritt in einen Konsens in Dortmund, dass Zivilgesellschaft sich mit breitem Rücken auch weiterhin aufstellt und dass die Menschen ermutigt werden, rechtsextremen Terror nicht standzuhalten.